In Unboxing ist heute der Fitbit One. Ich habe den mir dieses Jahr gekauft, weil ich gehört habe, dass 2012 im Dezember die deutsche Lebensmitteldatenbank online gegangen ist und das macht den Fitbit für mich tausendmal interessanter. Ich hatte letztes Jahr schon mal den Fitbit Ultra und der hat mich ein Stück enttäuscht wegen dieser Software-Sache und dann noch war das Synchronisation, war ein bisschen kompliziert. Hier dieser Fitbit One kostet 100 Euro. Und er hat jetzt den Vorteil, dass er einmal softwareseitig eine deutsche Lebensmitteldatenbank mit sich bringt. Weiterhin kann man diesen auch direkt mit den iPhones synchronisieren und braucht nicht irgendwie den Umweg mit den Rechnern. Und das ist eigentlich eine positive Sache. Deswegen heute mal das Gerät im Unboxing. Und ich werde sehen, ob ich dann ja, ein paar Monaten ein positives oder negatives Fazit ziehen kann. Das Gerät kommt in dieser aufgehübschten Verpackung. Ist wirklich ein schönes Erlebnis, das Gerät jetzt auszupacken. Ist teilweise ein Apple-Effekt. Hier wieder, wie gewohnt, das Armband für den Schlaftracker. Dann noch ein Sync-Kabel. Das ist wohl irgendwie ein Bluetooth-Stick, also für Bluetooth 4.0, falls der es Notebook, was man besitzt, das noch nicht unterstützt, kann man das ebenfalls hiermit einsetzen und dann noch eine Halterung für das für die Hose. Im Prinzip hier sehe ich schon einen ersten Vorteil im Gegensatz zum Fitbit Ultra, dass dieses Gerät aus Gummi ist, was flexibel ist. Das andere war ja aus Plastik und es kann einfach mal springen oder reißen. Hier ist das aus Gummi und das dahinter ist höchstwahrscheinlich irgendwie Metall, was einfach nicht reißen kann, wenn man das dran klippt an zu groß. Und jetzt versuche ich mal selber den Fitbit aus der Verpackung zu nehmen. Der ist hier schön reingeklippt, mit einer Hand echt schwierig rausholbar. Aber da ist das kleine Gerät und mal sehen, was passiert, wenn ich das hier andrücke oder ob ich das erst der Ladung geben muss. Oh, da ist es. Schöne Sache, das ist der neue Fitbit. Ist relativ klein, das finde ich echt cool. Der alte war ja ein bisschen gebogen und der ist jetzt hier kleiner, hat zwei Kontakte. Und ich werde das jetzt dann mal ausprobieren. Schrittzähler, wie man das von Fitbit gewohnt kennt. Meilen, Kalorien und die Uhr. Also da hat sich jetzt nichts entgegen zum Fitbit Ultra. Aber ansonsten echt eine interessante Sache. Das ist das Unboxing. Also im Prinzip eine echt schöne Sache. Macht Lust, dieses Gerät auszuprobieren. Und ich werde euch dann sagen, wie ich damit klargekommen bin und wie ich das so mag.